sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zu einer neuen Inspiration. Und heute geht es um das richtige Training, was das überhaupt ist, was es ausmachen sollte. Wenn du das Wort Training, Workout, Bewegung, Fitness hörst, an was denkst du da? Garantiert denkst du, naja, also möchte meine Ausdauer verbessern, vielleicht ein paar Kilo abnehmen, so ein paar Zonen meines Körpers ein bisschen straffen, definieren. Das soll natürlich Spaß machen, das soll abwechslungsreich sein, das soll am besten noch meinen Stoffwechsel ankurbeln, das soll mir einfach richtig gut tun, mir richtig viel mehr Energie schenken und am besten soll es noch irgendjemand für mich machen. So funktioniert es halt leider nicht, das wissen wir alle. Es kann dir jemand sagen, was du machen sollst, aber tatsächlich machen, diese Schritte gehen, das musst dann schon du. Jetzt sind wir natürlich alle unterschiedlich. Das heißt, es ist jetzt nicht jede Trainingsform für jeden geeignet. Es gibt Menschen, wenn ich zu denen sagen würde, ja, jetzt gehst du halt von Nummer, gehst du viermal die Woche laufen, dann sagen die, geh doch nicht laufen, ich finde das furchtbar. Laufen ist überhaupt nicht mein Ding, außerdem habe ich Gelenkprobleme. Dann gibt es wiederum Menschen, die sagen, wenn ich sage, na, mach doch Yoga, Yoga tut so gut, dann sagen die, Yoga, bist du, kann ich nicht, kann keine Position halten, mir tut alles weh, ich komme mir davor wie eine Brezel. Jetzt brauchen wir also auch noch ein Workout, das irgendwie für jeden Typ passt und vor allen Dingen für jeden Fitness-Level passt, denn wir sind ja nicht alle gleich. Es ist nicht jeder so fit wie die Nachbarin von nebenan, es ist nicht jeder, hat nicht jeder Übergewicht oder Gelenkprobleme. Wir sind alle anders. Und da eben ein Training zu finden, das für tatsächlich jedes Fitness-Level passt, das sage ich dir, das war eine Herausforderung, aber ich habe sie geknackt. Die Trainingsart ist recht einfach. Das ist ein Cardio-Kraftmix. Warum Cardio? Nun, mit Cardio kurbeln wir eben den Stoffwechsel an, wir kurbeln die Fettverbrennung an, wir bringen hier das ganze System so in Schwung. Jetzt aber Cardio heißt ja erstmal Joggen gehen oder Schwimmen, Radfahren, irgendwas, was mit Ausdauer zu tun hat, was ein Herz-Kreislauf-System so richtig in Schwung bringt. Ja, 5 Minuten Fahrradfahren, das hilft jetzt halt nichts. Ja, einmal um den Block laufen, das tut ganz gut, das befreit mal den Kopf hier von allem Möglichen. Man hat sich mal bewegt, aber für deine Ausdauer tut es das nicht. Das Gleiche ist, wenn viele Frauen mir erzählen, ja du, für meine Ausdauer mache ich schon was. Also ich gehe einmal die Woche gehe ich laufen, ich gehe joggen, ich habe da meine Runde, die ist 4-5 Kilometer, brauche ich eine halbe Stunde, ist perfekt. Also ausdauermäßig müssen wir bei mir nichts machen. Hier aber die Winkelarme und der Po, der wird irgendwie immer tiefer. Und dann mache ich erstmal den ultimativen Test mit denen und dann sagen die, ich dachte, ich habe Ausdauer. Die habe ich ja gar nicht. Denn Ausdauer ist nicht gleich Ausdauer. Und wenn du immer wieder die gleiche Joggenrunde läufst, ob dir das jetzt Spaß macht oder nicht, das sei ja nochmal dahingestellt, dann ist es natürlich für deinen Körper, wie wenn du jeden Tag Spaghetti isst. Immer die gleiche Runde im immer gleichen Tempo, ohne Intervallläufe, ohne Steigerungsläufe, ist für deinen Körper wie Spaghetti essen. Jedes Mal das Gleiche. Und was macht er dann? Der schaltet ab. Ganz ehrlich, wenn du so läufst, wenn du so deine Trainingseinheit, Ausdauertrainingseinheit gestaltest, kannst du auch fast genauso gut zu Hause auf dem Sofa sitzen. Ja, weil der Körper abschaltet. Für den ist das dann keine Trainingseinheit mehr. Das ist was Gewohntes. Du nimmst ja auch nicht ab, nur weil du jeden Tag zum Bäcker gehst. Ja. So, also wir brauchen eine Cardio-Einheit, die natürlich super effektiv ist, die dich so ein bisschen an die Grenzen bringt, die deine Fettverbrennung ankurbelt, die deinen Stoffwechsel ankurbelt, die dein Herz-Kreislauf-System so richtig hier in Wallung bringt. Und das kombinieren wir dann mit einer Kraftübung. Jetzt Kraft, stellt man sich wieder vor, Fitnessstudio, irgendwelche Maschinen, die man irgendwo hinziehen muss. Nein! Körperkraft. Dein Körper hat alles, was er braucht. Du kannst mit deinem Körper und eventuell Hilfsmittel, wie der Stuhl, der hinter mir steht, mit dem arbeiten wir gleich, ein Besenstiel, Wasserflaschen, kannst du arbeiten. Musst du, brauchst keine Hilfsmittel, aber du kannst. Vor allen Dingen der Stuhl, der heute hinter mir steht, der ist halt super, wenn du noch ganz am Anfang deiner Fitnesskarriere stehst. Da kann er dich nämlich unterstützen. Zeige ich dir gleich. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt weiter rede, lass uns doch einfach mal dieses kleine Workout machen. Und dann siehst du und spürst du an eigenem Leib, was mit dir passiert.
So, der Stuhl, da steht er. Der sollte auch an einer Wand stehen, der sollte stabil stehen. Du willst ja schließlich nicht durchs ganze Wohnzimmer rutschen. Dann stellst du dich vor den Stuhl, dann beugst du die Beine, setzt die Hände hier rechts und links auf und dann laufen wir mit den Füßen nach hinten. Und zwar sind wir eine schöne Linie. Deine Schultern sind direkt über den Handgelenken, den Nabel ziehst du nach innen. Allein das kann schon anstrengend sein. Und jetzt ziehen wir hier im Wechsel die Knie nach vorne. Es ist ganz wichtig, dass dein Po hier nicht oben hängt und du jetzt hier die Knie ranziehst. Das bringt dir gar nichts. Also immer drauf achten, Schultern über den Handgelenken und hier die Knie im Wechsel nach vorne. Wie du siehst, habe ich jetzt gerade schon das Tempo ein bisschen erhöht. Du kannst es aber natürlich auch langsamer machen. Du kannst es aber natürlich auch schneller machen. Diese Übung findet normalerweise auf dem Boden statt, im hohen Brett. Aber Anfänger können das meist noch gar nicht so lange halten. Deswegen der Stuhl. 4, 3, 2 und 1. Fuß aufsetzen, nach oben kommen. Ganz wichtig, ausschütteln. Nehmen wir doch gleich den Stuhl nochmal. Und zwar setzen wir uns, wie man bei uns in der Pfalz, obwohl ich gerade in Australien bin, so schön sagt, aufs Schnäpperle, ganz vorne hin, auf die Stuhlkante, auf Hochdeutsch. Rechts und links setzen wir jetzt die Hände auf. Füße stehen auf, hüftfrei. Und jetzt holen wir uns den Po weg vom Stuhl. Der ist ganz nah. Also wenn du ein bisschen nach hinten gehst, dann spürst du den Stuhl. Kontrollierst du nochmal deine Füße, die Fußgelenke direkt unter den Kniegelenken und dann gehen wir hier runter und hoch. So als wäre da unten nochmal ein Stuhl zum Hinsetzen. Runter und hoch. Du siehst, wie ich meine Arme beuge und jetzt sind sie gestreckt. Runter und hoch. Schön langsam. Jawohl, um einmal schaffen wir es. Super. Dann geht der Po wieder auf den Stuhl, schüttelt die Arme aus, kommen wieder nach oben, hier Beine nochmal ausschütteln. Ich würde sagen, wir gehen doch gleich nochmal an den Stuhl. Hände wieder rechts und links, Füße laufen nach hinten, Nabel nach innen ziehen, eine schöne Linie. Jetzt öffnen wir die Beine ein bisschen weiter und jetzt ziehen wir mit dem rechten Knie zum linken Ellenbogen und mit dem linken Knie zum rechten Ellenbogen. Rechts zu links, links zu rechts. Diagonal. Auch das eine Übung, die normalerweise im Bergsteiger, im hohen Brett stattfindet. Auch das wieder eine Übung, die wir schneller machen können. Schön atmen oder sogar ganz langsam. Nur bei diesem Cardio-Teil, da solltest du halt wirklich gucken, dass es so ein bisschen außer Puste ist. Also keine Zeiten. Letztes Mal. Jawohl. Aufsetzen. Nach oben kommen. Ausschütteln. Super, sehr schön. Okay, dann gehen wir wieder in eine Kraftübung. Ja? Erst Cardio, dann Kraft, wieder Cardio, das war eben, und jetzt wieder Kraft. Und jetzt nehmen wir die Fingerspitzen an den Nacken. Und wir haben, wenn wir so eine Stützposition haben, haben wir automatisch auch die Körpermitte, die wir aktivieren. Und jetzt unterstützen wir das Ganze noch. Rechter Ellenbogen zieht zum linken Knie das nach oben. Und links zu rechts, rechts zu links zu rechts. Hier schön eincrunchen, ja, richtig hier mit dem Oberkörper nach unten gehen. Halt das mal von der Seite. Ja, so entlasten wir jetzt gerade mal den Oberkörper, für den das ja schon wieder anstrengend ist. Arme, Schultern, die brennen bestimmt schon leicht von der Stuhleinheit. Wir machen aber trotzdem was. Jawohl. Und letztes Mal pro Seite. Kannst du natürlich auch viel langsamer machen. Arme nach unten, ausschütteln. Es geht zurück an den Stuhl. Letzte Übung, wieder eine Cardio-Einheit. Hände aufsetzen, die Schultern über den Handgelenken. Jetzt laufen die Füße zurück. Spannung aufbauen. So, jetzt sind wir wieder in einer Linie. Und dann öffnen wir rechts, öffnen links, schließen rechts, schließen links. Öffnen, öffnen, schließen, schließen. Richtig schön über Schulterbreit. Nabel nach innen gezogen. Jawohl. Und das Ganze geht natürlich auch entweder schneller oder sogar hüpfend. Also du siehst, man kann das alles noch ein bisschen steigen. Auf 4, 3, 2, löst es mal. Fuß
aufsetzen, nach oben kommen, ausschütteln. Geschafft. Was waren das? Maximal 4 Minuten. Und wenn ich dir jetzt sage, das ist die absolut effektivste Trainingsmethode, weil du deine Fettverbrennung so richtig schön ankurbelst, so richtig schön in Wallung bringst. Dreimal die Woche, wenn du deine Ziele erreichen möchtest. 6-mal die Woche, wenn du bei der Challenge mitmachst, um so richtig durchzustarten, um so richtig fit zu werden, um so richtig deinen Körper zu definieren. 8 Minuten am Tag. Wenn du noch mehr erreichen möchtest, dann mach 16 Minuten. Aber das war's. Ja? 8 Minuten oder 16 Minuten Zeitinvestition. Und jetzt sag mir nicht, dass du keine 8 Minuten Zeit hast. Dieses Video ist jetzt schon länger als 8 Minuten und du schaust es dir an. Also mach in den 8 Minuten was für dich, für deinen Körper, für dein Wohlbefinden, für mehr Energie, für mehr Power, mehr Zufriedenheit. Ey, starte durch. Es ist so einfach. Du brauchst nur jemanden, der dir den virtuellen Tritt gibt, damit du anfängst, der dir sagt, das tust du. Denn jetzt dieses Workout 3-mal die Woche zu machen, ja, das ist ganz schön. Das macht die ersten 2 Wochen vielleicht auch noch Spaß. Aber in der 3. Woche sagt man sich dann, jetzt wär's mal Zeit für eine andere Übung. Und vor allen Dingen trainierst du dann immer wieder das Gleiche. Wir sind aber doch so viel mehr als nur Arme, Schultern und Körpermitte. Wir haben ja auch noch Beine, wir haben einen Po und wir hätten doch gerne bitte das Gesamtpaket gestrafft und definiert. Und genau darauf kommt es eben auch an. Wie kombiniere ich die Übungen? Einfach jetzt hinzugehen und die mit der und der zu kombinieren, das bringt es halt nicht. Man muss schon wissen, wie man sie kombiniert. Man muss schon wissen, wie oft kann ich denn die Beine trainieren? Wie oft kann ich denn den Bauch trainieren? Welche Übungen gibt es denn für den Bauch? Weil nochmal, wenn du dem Körper immer wieder die gleichen Übungen gibst, dann sagt er irgendwann, langweilig, habe ich keine Lust mehr drauf, bringt mir nichts. Und dann trainierst du für nichts. Für Umme, wie man so schön sagt. Ja, und das will doch kein Mensch. Challenge startet am 10. Januar, 28 Tage lang. Du und ich. Und wir zwei zusammen gehen deinen Fitnessweg. Und ich kann dir versprechen, wenn du mit mir gehst, dann hast du danach so viel Energie, da weißt du gar nicht mehr, was du alles damit anfangen sollst. Wenn du Fragen hast, unter diesem Video siehst du meine Kontaktdaten. Schreib mir eine E-Mail, ruf mich an, schreib mich an, wie auch immer du mit mir kommunizieren möchtest. Den Link zur Challenge, den findest du auch hier unter diesem Video. Und natürlich gibt es in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Inspirationen für dich. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast schön mitgemacht, weil nur vom Zuschauen wird das halt auch nichts mit dem Wohlfühlkörper. Und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Ciao, mach's gut, hier ist Kay.